Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario. Mario und Luigi Paper Jam Bros. Gleich mal beim zweiten Mal die Ansage verkacken, läuft bei mir. Im letzten Part haben wir 8 Toads aufgesucht. Es ist passiert, dass die Papierwelt sich mit der echten Welt vermischt hat. Also die Welt, aus der Paper Mario stammt, in dieser Welt gelandet ist. Aus Luigis Tollpatschigkeit natürlich mal wieder. Wie soll es anders sein? Und nun müssen wir ein paar hilflosen Toads helfen, die von Bowser entführt worden sind. Es besteht eine große Gefahr, da der papierende Bowser auch in diese Welt eingedrungen ist. Und insgesamt ist alles wieder ein bisschen crazy, wie es so sein muss bei Mario und Luigi Stories oder bei Paper Mario Stories. Und nun sind wir auf der Suche nach dem papierenden Mario, weil der ist natürlich auch davon geflogen. Geht mal. Pilze, frische Pilze. Ah, guten Tag, Freunde. Lieferant sein ist gut für die Armee, das kann ich euch sagen. Für die Arme, nicht für die Armee. Mann, Armee hat 2 E's. Dieser Pilzsack ist ganz schön schwer. Nur noch mal kurz nachzählen, aber auch alle Pilze da sind. 10, 20, 30, na nun. Da fehlt dir einer von den normalen Pilzen. Wenn das mein Chef erfährt. Was, willst du mir den Pilz geben? Oh Mann. Vielen Dank, Mario. Jetzt kann ich die Lieferung doch noch abgeben. Ich habe hier einen ganz besonderen Pilz. Nimm ihn als Zeichen meiner Dankbarkeit. Okay. Kauf den, brauche ich noch nicht gleich. So, wo sollen wir nach Paper Mario suchen? Das ist die Frage. Ja, kriegen wir ja gleich wieder 3 Pilze. Okay, dann ist es in Ordnung, Mario. Haben wir einen Lebenspilz dabei für den Fall der Fälle. So, gibt es hier auch noch was Cooles? Nein, nicht wirklich. Oh, geht ihr etwa schon? Habt ihr auch alles, was ihr braucht? Falls nicht, schaut bei den Läden nebenan vorbei. Nicht, dass euch unterwegs die Pilze ausgehen. Ja. Was sagst du? Wir fragen uns erstmal ein bisschen durch. Schaust du gelegentlich in die Tipps und bla? Wir schauen jetzt noch nicht in die Tipps. Fällt es dir schwer, unterwegs nach dem Weg zu fragen? Das kannst du dir zum Glück sparen. Wenn du dir ich verlaufen hast, schau einfach auf die Karte auf dem Touchscreen. Da kannst du... Du kannst sie durch Berühren sogar vergrößern und verkleinern. Äußerst praktisch. Okay. Wir haben es also mit Plattentoads zu tun, die aus einem Buch geschleudert wurden. Das ist ja verrückt. Nun, jedenfalls sind sie jetzt in der Werkstatt. Die gehört zu dem Raum zu deiner Linken. Okay. Halt! Mopsi? Alter Bekannter? WTF? Okay. Mopsi klaut die Items. Unsere Items. Ach nö. Dieser Typ hat gerade einen ganzen Haufen paar Attacken geklaut. Und die sind ja ganz schön aufgeschmissen. Jetzt ist alles aus. Für mich, für euch, für dieses Königreich und für dieses Spiel ebenfalls. Für uns alle heißt es Game Over. Oh Mann. Oh please, oh please, oh please. Seid ihr euch sicher, dass ihr mit nur diesen beiden klarkommt? Tja, ihr Kerlchen seid eben wahre Helden. Ja, Alter, überhaupt paar Attacken von Anfang an. Das ist ja schon Spitzenhammer mega geil. Oh, das ist aber schrecklich nett von euch. Wir sind ganz gerührt. Ach, ihr Heulsusen, Mann. Nehmt diese hier und hier mit auf euren Weg. Du hast die Paar-Attacke Roter Panzer 3D erhalten. In den Kampftipps kannst du nachschlagen, wie man sie einsetzt und sie auch gleich trainieren. Ja, werden wir gleich tun. Du hast die Paar-Attacke Brossblume erhalten. In den Kampfplan. Ja, weiter. Es ist ein beruhigendes Gefühl, eine Attacke zu üben, bevor es im Kampf dann ernst wird. Habe ich zumindest gehört. Ich selbst bin ja nicht so eine Kämpfernatur. Ja, ich schaue nach unten. Zum Öffnen des Menüs berühre dieses blaue Symbol. Ja, ich berühre es. Oder drücke einfach Start, um dorthin zu gelangen. Ja, ich drücke Start. Wir zählen auf euch, findet Mopsi und holt die gestohlene Paar-Attacke zurück. Oh, und rettet auch bitte noch die Welt mit allem, was so dazugehört. Ja. Ja, Toads, machen wir. So, da brauchen wir tatsächlich auch mal den unteren Bildschirm.
Unter Tipps war's, oder? Jetzt bin ich gerade echt zu blöd. Gerade haben sie es mir noch gesagt. Vielleicht auch Tipps. Und dann Kampf. Und dann Attacken. So, hier. Wir fangen an mit roter Panzer 3D. Mario tritt den Panzer mit A und Luigi mit B. Hin und her, hin und her. Okay, üben. Habe ich tatsächlich auch in... Geile Mucke. Geile Mucke. Ja gut, ist das gleiche Prinzip wie im Vorgänger. Yeah, geil. Die Mucke. Ja gut, brauchen wir nicht weiter üben. Stopp. Ich wollte es nur mal zeigen, beenden. So, die andere Attacke. Die Feuerbälle kennen wir auch, aber die kriegt, glaube ich, nicht gleich exzellent hin, weil die habe ich im letzten immer schon verkackt. Ja, okay. Da kriege ich es noch vielleicht noch irgendwann raus. Ach, das wurde ein bisschen geändert. Ich muss immer bei dem drücken, der den großen Feuerball hat. Oder habe ich das früher nie gecheckt? Okay, okay. Na gut, weiter. Weiter. Wir wollen nicht lang verweilen. Wir wollen weiter. So. Sieht auf jeden Fall schon mal alles sehr nice aus hier. Super Hammer, mega geil. So, weiter. Und weiter. So. Können wir da durch? Von der anderen Seite der Tür sind Stimmen zu vernehmen. Wären wir doch nur mehr von uns Papiertauts, dann könnten wir es wohl zustande bringen. Du meinst doch nicht etwa unser Spezialgeheimprojekt? Es wäre nicht ganz einfach, aber mit ein paar mehr von uns könnten wir es schaffen. Spezialgeheimprojekt. Okay. Entschuldigt bitte, die Aufregung von vorhin. Wir haben uns alle wieder beruhigt. Jetzt, da wir wieder gefasster sind, wollen wir euch auch helfen. Okay. Hier ist keiner. Nanu, wo ist der denn hin? Wer? Ja, egal. Wir verlassen euch wieder. Ihr habt uns zwei paar Attacken gegeben. Das reicht uns eigentlich schon. Vorerst. Wir schauen mal noch, was auf der rechten Seite des Schlosses ist. Oder ist es der Ausgang? Na, schauen wir mal. Fragen mich eh, wie die Steuerung wird, wenn wir dann noch einen dritten Mario bei uns haben. Wahrscheinlich mit der X- oder Y-Taste wird der dann funktionieren. Da Mario auf A ist, denke ich mal, dass Paper Mario auf X sein wird. Weil hier funktioniert nichts auf der X- und Y-Taste. Im Gegensatz zum Vorgänger, da konnte man die beiden Protagonisten auch noch anders steuern. So, da ist ein Block. 3 Sirup. Yeah. Sirup lädt die Kampfpunkte auf. Also die Spezial. Die Brüderpunkte, so. Brüderpunkte. Willkommen. Das würde ich jetzt gern sagen, aber mein Laden ist noch nicht geöffnet. Oh, halt doch die Klappe. Willkommen im Itemladen. Was haben wir denn eigentlich? Schauen wir mal bei Verkaufen, was wir haben. 5 Pilze. 25 One-Up-Pilze, okay. Und 10 Sirup. Na, vielleicht noch ein paar Pilze. Was haben wir denn an Geld? 147, ein bisschen was. Oder noch Nüsse. Stellt bei allen Teammitgliedern 15 KP wieder her. Na gut, die Pilze sind günstiger. Gib uns mal noch 5. Okay, ist in Ordnung. Mehr will ich gar nicht. Schauen wir gleich mal, was bei der Kleidung so gibt. Was haben wir? Wahrscheinlich viel. Billighose, alter Hammer, alte Stiefel. Okay. Kaufen. Alte Stiefel. Mäßig Hammer. Ich weiß nicht, ich glaube, das Kaufen lohnt sich noch nicht. Leute, es lohnt sich nicht, weil ich glaube, die ersten einfachen Sachen, die es hier auch zu kaufen gibt, die werden wir so oder so auf dem Weg finden. Wenn ich mich so an anderen Mario und Luigi Teilen orientiere, also wäre es unsinnig. Gut, so, und Sprung. Oh, hallo euch. Schaut mal, was ich gebastelt habe. Oh Gott.
Ich habe ihn so gebaut, dass man die Einzelteile austauschen kann. Ist ja nicht toll. Ich habe auch nur 3 Stunden daran gesucht. Oh, no. Luigi. Unglaublich, das stimmt. Manchmal weiß ich gar nicht, wohin mit all meinem Talent. Toadette, oh Mann. Mein nächstes Projekt steht auch schon fest. Ein überlebensgroßer Kartonkoloss. Viel Erfolg bei eurem Abenteuer jedenfalls. Ich würde zu gern mitgehen. Ich bin im Abenteuern ziemlich gut, musst du wissen. Ja, Treasure Tracker, oder wie? Oder wie, oder was? Oder wie, oder was? Puh, da haben wir euch gerade noch rechtzeitig erwischt. Wir möchten euch etwas für eure Reise mitgeben. Du hast den Kopierblock erhalten. Okay. Diesen Kopierblock haben wir ganz alleine gefertigt. Wir glauben, dass er euch sehr nützlich sein wird. Kopierblock? Ich habe noch nie zuvor einen Kopierblock gesehen. Der ist ja toll. Danke. In diesem Raum hinten gibt es so einiges cooles Zeug, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Wir waren so frei, ein paar Sachen davon zu entwenden, um den Kopierblock herzustellen. Wir sind ein paar fingerfertige Gesellen, darum wollen wir bald auch Sachen aus Papier basteln. Unsere Ideen werden auch euch gefallen, da bin ich mir sicher. Papier was? Wie faszinierend. Mit meinem Hirn und der Geschicklichkeit dieser Gesellen, nun da sind die Möglichkeiten unbegrenzt. Nun denn, dann machen wir uns besser wieder auf an die Arbeit. Viel Glück für euer Abenteuer, Mario und Luigi. Ich sehe mir mal an, was sie so fabrizieren. Und wer weiß, vielleicht tun wir uns zusammen und erschaffen was Großartiges. Okay. Bevor wir gehen. Viel Glück, Mario und Luigi. Wir stehen alle hinter euch. Also nicht wörtlich, wir bleiben lieber im sicheren Schloss. Aber wir drücken euch fest die Daumen, versprochen. Ja. Wir Toads haben geschworen, die Prinzessin vor allem übel zu bewahren. Das Problem ist nur, dass uns der Kampf nicht zulegt. Also komm schnell wieder. Eine Sekunde noch. Eine letzte Sache möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Solltet ihr im Zuge eures Abenteuers mal nicht mehr wissen, wohin ihr gehen sollt, dann werft einen Blick auf die Karte auf dem Taschen und sucht nach dem Pfeil. Okay. Dieser schniffige Pfeil weist in die Richtung, die ihr einschlagen solltet. Was auch immer passiert, das solltet ihr nicht vergessen. Okay. Also dann viel Glück auf eurem Weg. Let's go. Ja, let's go. Endlich starten wir durch. Aber bei einem RPG gehört es einfach dazu, dass man mal ein bisschen quatscht. Deswegen tun wir das auch. Alle KP und BP wiederhergestellt. Vergiss nicht zu speichern. Ja, ja. Alter. Die haben aber schon noch ein bisschen was reinkopiert in die... oder also reinprogrammiert in die Engine von Dream Team Bros, habe ich das Gefühl. Zum Beispiel an solche Blumenkreise, könnt ihr euch da erinnern? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare, ich kann mich nicht dran erinnern. Guten Tag, Prinzessin Peach hat mich gebeten, euch auf eurer Reise zur Seite zu stehen. Es würde auch doch nichts ausmachen, wenn ich ein paar Notizen zu unserem Gespräch mache und an sie schicke, oder? Die Subjekte scheinen auf das, was vor ihnen liegende Abenteuer zu konzentrieren. Okay. Allerdings legt ihre Gesprächsbereitschaft eine extrovertierte Persönlichkeit nahe. Ein positiver Charakterzug, doch bleibt zu hoffen, dass Fremde gegenüber die gesunde Vorsicht an den Tag gelegt wird. Nicht jedem liegt das Wohl unserer Abenteuer am Herzen. Schreibt ihr ein Buch über uns? So, das wäre erledigt. Dabei habe ich mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Lakito, äußerst erfreut. Wie bereits erwähnt, hat mich Prinzessin Peach beauftragt, euch falls nötig mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dazu gehören natürlich auch regelmäßige Berichte an den Pilzpalast. Ich bin jedenfalls stets an eurer Seite, solltet ihr Hilfe benötigen. Da ihr gerade allerdings nicht aussieht, als bräuchtet ihr Unterstützung, bleibe ich fürs Erste auf Abstand. Okay. Ein Rat möchte ich euch aber mit auf den Weg geben. Vergesst nicht, regelmäßig zu speichern. Unterbrecht das Abenteuer ohne zu speichern, müsst ihr beim nächsten Mal von einem veralteten Spielstand aus fortsetzen. Und das wollen wir ja nicht. Ja. Dann speichern wir doch mal. Wir können hier nicht speichern. Okay. Amiibo. Okay, weiter. Den Amiibo-Connector habe ich auch für den 3DS besorgt. Den muss ich nur noch mal verbinden. Also das habe ich noch nicht gemacht. Und dann können wir uns auch ansehen, was da für geile Features rauskommen. Hey, das ist doch Mario. Weiß nicht, irgendwie sieht er anders aus. Stimmt, Mario war schon immer etwas rundlicher, aber doch nicht so rund. Oh Mann. Hey, hey, was starten ihr mich so an? Habt ihr was auf der Stirn? Hab ich was auf der Stirn? Sieh dir den hier mal an. Hey, bleibt mir ja vom Leib. Pfoten weg.
Das ist ja flacher als Luigis Witz. Oh, köstlich. Jetzt zerknittert mein Gesicht. Und meine Schuhe. Wenn meine Schuhe Risse bekommen, könnt ihr aber was erleben. Jetzt reicht's aber. Warum rede ich immer wie ein Tod? Alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Hast du gesehen, wie die mit mir umgesprungen sind? Jetzt bin ich ganz geknickt und zerknittert. Oh Mann. Bringen wir denen mal Manieren bei. Okay. Jetzt geht's los. Oh, Alter. Alter, diese Mucke. Aus dem allerersten Super. Oh, geile Fighting-Mucke. Eine der besten. Eine der besten. Besser hätten sie es nicht wählen können. Alter, Ohrwurm. Ohrwurm. Mario und Luigi, euer letzter Kampf liegt auch schon eine Weile zurück, nicht wahr? Wisst ihr noch, wie es geht? Falls nicht. Werft mal einen Blick in die Kampftipps. Ja, gut. Und da das ein LP ist, werde ich es natürlich tun. Dort findet ihr alles über die Regeln und Steuerung im Kampf. Sonst benutzt die Goombas euch noch als Fußabtreter. Aber es ist geil gemacht, dass man es auch nicht, also dass man es nicht muss. Den Kampftipps wurde ein neues Kapitel hinzugefügt. Okay, ich mach's doch nicht. Also, ich erklär's selber. Beim Sprung könnt ihr einen Gegner aussuchen. Ist natürlich zu raten, keinen zu nehmen, der oben stachelig ist oder so. Und könnt ihm Schaden machen, indem ihr auf ihn springt. Dabei ist das Timing normalerweise so, dass man... Warte, wir können auch üben. Üben. Da wird's angezeigt. Also man drückt einmal A. Genau. Das ist der normale Sprung. Und wenn man dann auf dem Gegner nochmal A drückt, dann ist es ein richtiger Treffer. Also dann sind es zwei Treffer. Da habt ihr gesehen, so geht der Sprung. Also im richtigen Moment, wenn man auf dem Gegner aufkommt, nochmal A drücken. Und dann kann man schön Schaden austeilen. Bei Luigi ist es natürlich das gleiche, wenn ich jetzt hier den Sprung mache. Im richtigen Moment B drücken und davon fliegt. So. Die Sprünge sind übrigens sehr cool, finde ich, mit den Schrauben und so. Ich finde, das war das letzte Mal nicht so ausgeprägt. Genauso, immer weiter so. Und wir können natürlich auch auf eine gewisse Weise kontern. Das ist von Gegner zu Gegner unterschiedlich. Muss man auch das Timing rausbekommen. Die geben dann auch Geld, ja. Neue Kampftipps wurden in so Kapitel hinzugefügt. Bla, wegen Konter. Ja, gut. Gut, jetzt zeigen wir noch den Hammer. So, den machen wir auch kurz üben. Damit ich da auch das Timing rauskriege. Ah, ja, schau, da habe ich ihn schon versaut. Probieren wir nochmal. Ihr seht dann den kurz aufblinken und dann muss man A drücken. Dann ist er ein exzellenter Schlag. Wenn man jetzt vorher drückt, dann ist er halt schlechter. Okay, gut. Und dann beenden wir das auch wieder und kämpfen nochmal weiter. Das gleiche ist bei Luigi natürlich mit B. Bam. So. Nein, B. Und da sind sie beide besiegt worden. Easy, easy, easy. Und auch ein typischer Screen nach einem Kampf. Die Brüder können nämlich Level aufsteigen. So muss das sein in einem guten RPG. So muss das sein. Immer Möglichkeiten zu stocken. Nächstes Mal bringe ich einen ganzen Stapel mit. Dann könnt ihr was erleben. Dann seht ihr selbst, wie es ist, zerknittert zu werden. Oh ja. Oh ja. Die Typen eben spielten sich zwar auf, aber die waren ja doch eher Papiertiger. Doch es kann nicht immer alles glatt gehen. Wisst ihr noch, was Papierprinzessin Peach sagte? Wenn die Schergen bei der Bowser gemeinsame Sache machen, könnte es haarig werden. Oh ja, das könnte es durchaus. Wir kriegen nochmal Story zum Ende des Parts präsentiert. Bowsers Festung. Scherge, wie steht es mit unserem Plan? Ja, der Plan. Es geht voran. Läuft alles nach Plan. Ja. Nennst du das etwa einen Bericht? Na los, an die Arbeit, heute noch. Ja, jawohl, eure Zornigkeit. Und schafft mir diesen kleinen Mario, dieses kleine Mario-Problem sofort aus der Welt. Alle Schergen sollen sich auf die Suche nach ihnen machen. Na, was sind das denn für Manieren? Bitte entschuldigt eure Schleichsamkeit. Ich habe nur mit mir selbst geredet. Wo bin ich? Ich wusste nicht, dass ihr unter die Bauchränder gegangen seid. Gute Güte!
Was ist gerade passiert? Aber... Wer ist der denn? Meine Augen spielen mir einen bösen Streich. Ich sehe zwei Bowser. Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist, aber mach die Flatter. Das ist meine Festung, du billige Kopie. Haha, dass ich nicht lache. Du bist die Kopie. Du kopierst ja sogar meine Beleidigungen. Hau ab, bevor ich dich zu Konfetti verarbeite. Versuch's doch, wenn du dich traust. Oh Mann. Wenn du dich traust. Aber nur, wenn du dich traust. Wie schmeckt dir das? Nimm das. Für so ein Fliegengewicht hast du eine ziemlich starke... Euer Niederträchtigkeit. Was? Ich habe gerade keine Zeit. Also. Hä? Oh Mann. Na warte. Hey. Deine Schrittfähigkeit ist gerade etwas unpässlich. Was gibt's denn? Im ganzen Pilzkönigreich rechnet es flache Tods und Schergen vom Himmel. Was sagst du da? Ein ganz großer Stoß Papierdinger kam aus dem Pilzpalast geflogen. So langsam ergibt das alles einen Sinn. Man erzählt sich von einer anderen Welt, die zwischen den Seiten eines Buches existiert. Ich dachte, dass es sich dabei nur um eine Legende handelt. Doch nach all, was ihr mir erzählt habt, muss ich davon ausgehen, dass es dieses Buch tatsächlich gibt. Und es klingt so, als würde es sich im Pilzpalast befinden. Hä, du Abklatsch! Ich denke, du siehst, worauf ich hinaus will. Du bist doch der Abklatsch! Dabei hast du echt Glück, mein Look steht nämlich nicht jedem. Finde ich auch. Ist ja irre, als wäre mein Spiegelbild aus dem Spiegel gesprungen. Mir war gerade furchtbar langweilig, da kommst du gerade recht. Ich bin Bowser Junior. Echt jetzt? Ich heiße genauso, sollen wir zusammen spielen? So langsam bekomme ich Kopfschmerzen. Oh Mann. Es geht weiter. Eure Garstigkeit, beruhigt euch doch. Hey, kann mir mal jemand helfen? Au, oh, lass mich da bitte raus. Lief nur mir gerade ein Schauer über den Rücken. Hoffentlich war da nur der Wind und eine ominöse Vorahnung. Egal, lasst uns die Papiertods retten. Ja, okay. So. Ebenbildebene und Pilzpalast. Ebenbildebene, das klingt schon mal sehr böse. Aber was genau es damit auf sich hat, erfahren wir ja vielleicht im nächsten Part von Let's Play Mario und Luigi Paper Jam Bros. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaltet doch auch beim nächsten Mal wieder ein. Lasst einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo, wenn noch nicht da ist, dann. Und wenn nicht, dann nicht. Dann ist es auch egal. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Euer Tanuki Tank, auf bald und ciao.